Ja, vielen Dank, lieber Michael Link. Das war, glaube ich, schon mal eine sehr gute Tour durch das, was ein Vizeminister in Europa so beschäftigt. Sie können sich vorstellen, dass das, gerade wenn man international tätig ist, in solchen Zeiten eine ganz schöne Belastung ist, neben der Arbeit im Bundestag, neben der Arbeit im Wahlkreis, also wirklich europaweit unterwegs zu sein. Und das kommt ja auch auf die persönlichen Kontakte an. Also es reicht ja auch nicht, dass man sich einmal in irgendeiner Sitzung trifft, sondern man muss ja aus jetzt 27 anderen Ländern auch persönliche Kontakte aufbauen und pflegen. Also das ist eine enorme Arbeit, die der Michael Link da für uns auch als Bundesregierung geleistet hat. Und ein Stück, ein Ausschnitt davon haben Sie jetzt in der letzten halben Stunde mal mitbekommen. Jetzt haben wir Aussprache. Sie können also Ihre Fragen stellen, können mit uns diskutieren, natürlich vor allem mit dem Michael Link. Und die erste Wortmeldung ist der Wolfgang Schmidt. Ja, Herr Link, Sie haben vorhin ausgeführt und haben den Vergleich gezogen, in Europa Mindestlohn zur Jugendarbeitslosigkeit. Ja. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Können Sie da noch mal Argumente zu liefern? Ja, wir sammeln vielleicht noch ein bisschen. Herr Lutz. Nein, ich habe ein paar Sachen. Ich habe ein paar Stichworte gemacht, die aus der Rede gekommen sind. Ich möchte mal ein paar Sachen einflechten, wie man es teilweise von Bürgern hört. Und das ist ja das, was wichtiges für uns, unsere Bürger. Es ist für den Bürger nicht nachvollziehbar, dass in Frankreich eine Rente ab 60 in der Diskussion so wie es momentan gibt. Bei uns gibt es eine Erhöhung auf 67. Das ist eine Sache, die der normale Bürger nicht nachvollziehen kann. Zum Mindestlohn möchte ich Ihnen ein praktisches Beispiel geben, einer Bekannten von mir, die mit 55 arbeitslos geworden ist. Die bekommt ein Angebot von einer Firma, die Inventuren macht, die wohnt in Stuttgart. Sie soll dann morgens um 5 in Stuttgart mit einem Pkw nach Freiburg gefahren werden. In Freiburg soll sie 8 Stunden die Inventur machen für einen Stundenlohn von irgendwie 6 oder 7 Euro oder drunter. Und dann wird sie abends wieder heimgefahren mit dem Pkw. Die Fahrzeit zählt nicht zum Lohn. Wenn man überlegt, wie lange die unterwegs ist, die kann gerade vom Bett in die Arbeit gehen. Sowas kann es auch nicht sein. Also das ist die Methode, die, wenn es diesen Mindestlohn mal geben würde, wie er umgangen wird. Und das ist auch das, was ich darauf hinweisen möchte. Dann auf dieses Einstellungshemd des Mindestlohns muss ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Auch aus jemand, den ich kenne, der in Heilbronn wohnt, in Stuttgart eine Anstellung gekriegt hat. Und das geht immer über Zeitarbeitsverträge. Die geben dem keinen Vertrag, weil der schwerbehindert ist. Wenn die den einmal einstellen, kriegen die nicht mehr los. Also wird das immer mit Zeitarbeitsverträgen. Der weiß nicht, wo er dran ist. Eine ganz schlimme Situation. Und dann haben Sie das Beispiel CityMaut genannt. Und beim CityMaut möchte ich ja nochmal auf die beliebte Feinstaubplakette kommen. Es kann nicht sein, dass in einem vereinten Europa jedes Land irgend so etwas macht wie wir mit der Feinstaubplakette. Ich habe mal witzigerweise gesagt, dann brauchen wir alle neue Autos mit größeren Windschutzscheiben, dass die ganzen Paper Platz haben. Das kam dann sogar in der Zeitschrift von der IHK mit Bild. Wir müssen bei solchen Sachen, brauchen wir eine europäische Regelung. Und wir haben uns im Landesfachausschuss Verkehr mal über die Sache unterhalten. Es wäre doch wirklich das Einfachste, wenn die EU sagen würde, es dürfen nur noch neue Autos innerhalb der EU zugelassen werden, die bestimmten Kriterien erfüllen, oder es dürfen nur bestimmte Fahrzeuge in die EU einreisen. Aber stellen Sie sich wirklich vor, dass City-Maut käme, dass Mautplaketten kämen, dass Feinstaubzonen kämen, wo soll man die ganze Pepper hinmachen? Und das ist für die Bevölkerung nicht, der Florian lacht jetzt drüber. Ja, ich finde es auch lachhaft. Aber genau das ist diese Pepper. Ja, das ist halt bei der Österreicher heißt Bicol. Ja. Aber es ist nicht nachvollziehbar, dass so etwas gemacht wird. Und hier müssen wir auch, wenn wir Europa haben wollen und Europa der Bevölkerung rüberbringen wollen, in diesen Dingen eingreifen. Danke schön. Gut, dann würde ich sagen, das waren jetzt vier Punkte. Ja, das reicht für die erste Antwortrunde. Zunächst zu Herrn Schmidt mit dem Mindestlohn noch einmal. Mindestlohn, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach darauf hinweist, nochmal, dass die verschiedenen Länder, die Mindestlohn haben in Europa, deshalb überhaupt nicht besser dastehen, was die Beschäftigungsquote angeht. Weder bei der Jugendarbeitslosigkeit noch im normalen Beschäftigungssektor. Im Gegenteil, gerade Frankreich ist ein sehr gutes Beispiel, wo Sie zeigen können, dass die Maßnahmen, die die neue französische Regierung in dem Bereich geschafft hat, oder der Mindestlohn ist ja in dem Fall schon älter, aber jetzt wurde er ja auch durch die neue Regierung erhöht, also der sogenannte SMIC, wie es die Franzosen nennen, dass es nicht dazu geführt hat, dass die Leute mehr verdienen, sondern es hat dazu geführt, dass sogar in vielen Bereichen
Arbeitsplätze abgebaut worden sind. Vieles ist letztlich nicht belegen, behaupte ich, geht auch im Bereich der Schwarzarbeit, vor allem im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen oder im Bereich der Handwerker. Bei dem Handwerkerbereich ist oft und einfach nichts zu machen ist. Das heißt, der Mindestlohn, da kann man trefflich drüber streiten, ob man es braucht oder nicht. Wir tendieren zum Begriff der Lohnuntergrenzen dort, wo es Missbrauch gibt. Aber gesetzlicher Mindestlohn, so wie es in Frankreich haben, flächendeckend und branchenübergreifend, ist das sichere Rezept für mehr Arbeitslosigkeit. Das sichere Rezept. Die Rente ab 60, die Frankreich eingeführt hat, kurz nach der Wahl, François Hollande. Und es ist in der Tat eine der Aufgaben, die der Staatsminister hat, ist auch deutsch-französischer Beauftragter zu sein. Und ich habe mich mit Frankreich, übrigens auch schon lange bevor ich in der Politik war, das war meine erste Fremdsprache, ich habe mich viel mit Frankreich beschäftigt. Und es ist ein Land, was mir wirklich am Herzen liegt. Wirklich am Herzen liegt, weil es mir das nächste Land ist eigentlich. Aber es ist manchmal fast zum Verzweifeln, denn die Kehrtwende, die nach der letzten Wahl in Frankreich gemacht wurde, gerade im Bereich zum Beispiel eben, oder das Hin und Her, im Bereich Mindestlohn, Besteuerung und Rente, hat halt leider nicht dazu geführt, dass Frankreich wettbewerbsfähiger wird, sondern es ging gerade in die andere Richtung. Hollande hat es jetzt verstanden. Ich möchte bewusst sehr positiv jetzt sagen, dass Hollande meines Erachtens verstanden hat, dass er das Land reformieren muss. Ich würde mir wünschen, dass manches schneller geht, aber er hat es verstanden. Das muss man auch sagen, das wird in Deutschland zu wenig berichtet, denn die Rentenreform, die er angekündigt hat, soll jetzt genau mit den Fehlern der Anfangszeit wieder aufräumen. Es ist verstanden worden, dass die Leute länger arbeiten müssen in Frankreich und es ist auch verstanden worden, dass zum Beispiel in Griechenland, um mal was ausdrücklich sehr Positives über Griechenland zu sagen, es ist auch verstanden worden von der jetzigen griechischen Regierung, wie hart der Reformbedarf ist. Und wir beide haben nun wahrlich dort viel auf und ab miterlebt im Bereich Griechenland. Aber die jetzige Regierung macht die nötigen harten Reformen, die in einigen Jahren dann auch wirklich die konkreten Fortschritte bringen werden. Aber wie gesagt, Hollande macht das. Ich würde mir wünschen, dass er im Bereich der Liberalisierung des Arbeitsmarktes, also mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, das auch machen würde. Wir selber, ich habe es gerade vorhin erwähnt, sollten das übrigens auch machen, denn der Kündigungsschutz, so wie wir ihn heute haben, ist kein Kündigungsschutz, er ist ein Arbeitseinstellungshemmnis. Fragen Sie die Handwerkskammern, die werden Ihnen das alle eins zu eins bestätigen. Im Gegenteil, die würden sagen, hätten wir denn unser Kündigungsschutzgesetz, so wie es heute ist, nicht, wir hätten deutlich mehr Beschäftigte im Handwerk. Die Handwerker würden liebend gerne, viele gerade bei der kritischen Betriebsgröße von 10 höher gehen, wenn sie nicht die Keule des Gesetzes im Nacken hätten. Wissend, dass es ab 10 dann wirklich schwierig wird, dann in schwierigen Zeiten wieder anzupassen. Feinstaubplakette, Herr Lutz, ja. Rahmengesetzgebung, Sie mahnen eine europäische Rahmengesetzgebung an. Ja, das sage ich auch als Liberaler, das brauchen wir. Die Rahmengesetzgebung, ja. Aber die Details sollte jede Stadt selber entscheiden dürfen. Also die Details zum Beispiel, wie viel sie reinlässt an Verkehr und Baus. Denn das ist ja war ja auch der Ansatz der City-Maut, dass man sagt, wir möchten die Verkehrsströme zum Beispiel in Großstädten über 500.000 Einwohnern so regeln, dass wir europäisch vorgeben, dass eben minus 10, minus 20, minus 30% gemacht werden müssen. Sorry, das geht wirklich aus meiner Sicht nicht, dass man das zentral aus Brüssel vorgibt. Hier müssen die gewählten Räte der Stadt Stuttgart oder der Stadt Mannheim oder der Stadt Berlin, die müssen daran. Das ist deren Aufgabe, aber auch deren Möglichkeit, sowas intelligent zu gestalten. Und das sollen die in eigenen Raum haben. Rahmengesetzgebung, ja, das sollte man machen, da haben Sie recht, damit man auch rechtssicher sich in verschiedenen Bereichen bewegen kann im Binnenmarkt. Aber ich warne davor, vor zentralen Lösungen. Ich warne auch davor, aber das sage ich jetzt ein bisschen scherzhaft, ich warne auch davor, vor lauter freie Windschutzscheibe lieber auf ein Mautsystem bundesweit zu setzen, was auf das LKW-Mautsystem setzt, nach dem Motto, alles kontrolliert durch die ähnlichen beiden PKW, wie durch die LKW-Maut. Also da ist mir die Vignette lieber, ehrlich gesagt, die ist nicht nur einfach zu administrieren, sondern, was für mich als Liberal auch besonders wichtig ist, sehe ich rechtsstaatlich auch das viel bessere Modell. Denn wer weiß, was da nicht alles noch gemacht werden kann mit dem anderen Modell in Richtung Überwachung. Da ist mir das Vignettensystem, wie es die Schweizer machen, ehrlich gesagt, sehr viel sympathischer. Es ist einfach, es ist schnell, es funktioniert und es hat vor allem eine gute Steuerungswirkung. Nur wenn wir das eines Tages machen sollten, Sie wissen, es ist sehr umstritten, sowohl in CDU als auch in FDP, wenn wir es eines Tages machen sollten, dann nur dann, wenn die Einnahmen darin garantiert auch in den Straßenbau gehen.
Ansonsten sollten wir es nicht machen. Das ist sehr riskant, die ganze Sache. Aber wenn das gewährleistet ist, könnte ich mir es persönlich vorstellen. Ja, vielen Dank. Eins habe ich vergessen. Frankreich, um es auch mal wirklich ganz kurz positiv zu sagen, Frankreich hat beschlossen, dieses Jahr, gerade aufgrund der Krise, den Haushalt 2014 um 14 Milliarden zu kürzen gegenüber dem Ansatz. 14 Milliarden. Das ist wirklich extrem. Das ist substanziell. Das heißt, wir sollten auch das Positive sehen, was die Franzosen machen. Ich habe nur meinem französischen Kollegen gesagt, weißt du, lieber Thierry, der heißt Thierry, ihr müsstet gar nicht so viel kürzen, wenn ihr beim Arbeitsmarkt ein bisschen flexibler wärt. Denn dann würdet ihr nämlich durch mehr Steuereinnahmen und durch das Anziehen von Wirtschaft, bräuchtet ihr euch diese Sparorgie gar nicht zumuten. Aber das ist halt der Punkt, wo die französischen Sozialisten wirklich sehr, sehr weit von uns weg sind. Und deshalb ist die Unterschied zwischen einer christlich-liberalen Regierung bei uns und der sozialistischen Regierung in Frankreich wirklich sehr tief. Die müssen ihren Standort modernisieren. Die können noch so viel Steuern erhöhen, die können noch so viel an den Haushalt zusammenkürzen. Sie werden nie das Land Wettbewerbsfähigkeit bekommen, wenn sie nicht Unternehmer anziehen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen oder Nachfragen? Sonst spreche ich nochmal ein Thema an, das natürlich auch hier gerade bei uns in der Region eine große Rolle spielt. Ich war auch selbst aktiv in der Sache, da geht es um das Thema CO2-Regulierung in Europa und die Frage den Verkühlmittel und die Frage Zulassung von Daimler-Fahrzeugen. Es gibt einige Daimler-Modelle, die, weil aus Sicht der EU-Kommission das falsche Kühlmittel drin ist. Heute nicht so mal in Frankreich, die Fahrzeuge werden in Frankreich zugelassen. Aber Leute, genau. Ja. Also, das war meine Auffassung übrigens auch. Aber man kann das Thema ja weiter aufziehen. Seit Jahren läuft im Grunde diese CO2-Regulierung in Europa, wo man, was ja vom Ziel her durchaus richtig ist, versucht, dass man Neuwagen emissionsärmer macht. Aber hinter der CO2-Regulierung verbirgt sich halt oft dann auch ein Kampf um Marktanteile, wo Länder, die eher Mittelklasse oder Kleinwagen verkaufen, natürlich zum Beispiel versuchen, größere Autos, Oberklasse-Autos so teuer zu machen, dass die am Ende sich kaum noch jemand leisten kann. Und das geht dann natürlich auch so, dass unter der Überschrift CO2 eigentlich ein Kampf um Marktanteile und ein Wettbewerb ausgetragen wird, auch um Standorte. Und ein Beispiel war eben diese Sache, wo jetzt die Franzosen gesagt haben, wir lassen diese Autos, diese Daimler-Autos jetzt nicht mehr zu, was eindeutig, aus meiner Sicht auch eindeutig rechtswidrig war. Denn wenn das einer hätte anordnen können, dann wäre es der Europäische Gerichtshof gewesen, aber nicht jedes Mitgliedsland für sich selbst. Also wenn das jetzt gelingt, das über die französischen Gerichte zu regeln, ist es gut. Aber insgesamt natürlich schon der Punkt, der natürlich auch gerade unsere Industrie hier vor Ort stark betrifft, unseren Standort hier stark betrifft, dass oft hinter anderen Zielen eben auch Machtkämpfe um Marktanteile stattfinden. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen berichten, was da so deine Erfahrungen sind. Wir sind jedenfalls da mit Argusaugen hinterher, dass solche Themen nicht missbraucht werden. Sonst noch, wenn Sie, sonst sagst du dann vielleicht, haben Sie sonst noch Wortmeldungen? Er knappert auch noch eine Wortmeldung. Dann nehmen wir die noch mit dazu. Was mir Sorge macht, ist, vor allem dann gelegentlich kriegt man ja mal im Bundesfahrerschuss so einen Brüsselbesuch, nicht geschenkt, sondern die Möglichkeit auch mit Leuten zu sprechen, was toll ist, weil man dann auch mal ein bisschen kennenlernt, wie da die Mentalitäten sind. Und da komme ich nicht fröhlich zurück, sondern erlebe dort Menschen, auch Deutsche, die dort für die EU-Kommission arbeiten, die das, was du da beschrieben hast, nämlich dass die EU sich zurückhalten muss im Bereich der Regulierung, nicht ausstrahlen, sondern ein Referat halten und zwar zu beliebigen Themen. Also ich habe schon mal ein Referat gehört über Verkehr in Großstädten, ein typisches örtliches Thema, wo die dann, das war eine deutsche Referentin, die durchregiert hat. Wir haben über Antidiskriminierung mal ein Thema gehabt, das ist eine ehemalige Verwaltungsrichterin aus Hessen, die das bei der EU-Kommission bearbeitet, die hat ihre Erkenntnisse da im Sinne durchgezogen. Das, was mich am meisten erreicht hat, die Geschichte kennt der Tonka schon, die am meisten aufregt, ist im Bereich des Eherechts. Jetzt, da sind sie gerade dabei, also das Eherecht soll nicht vereinheitlicht werden, aber so das Verfahrensrecht so ein bisschen geregelt werden. Und da passiert dann Folgendes, das macht so ein bisschen deutlich, wo jetzt mein Unbehagen liegt.
Wir haben kulturelle Entwicklung in dem Bereich, das ist beim Familienrecht ganz stark. Das ist ja nicht so, dass das Familienrecht freischwebend ist, sondern die Staaten passen ihr Familienrecht hin an, was da kulturell, religiös und auch sonst wie sich entwickelt hat. Malta sagt, Ehen sind grundsätzlich, jetzt haben sie es glaube ich ein bisschen relativiert, sind grundsätzlich nicht scheidbar. Das ist eine Zumutung für einen maltesischen Richter, eine Ehescheidung auszusprechen. Schweden hat im Reichstag beschlossen, ist deren Parlament, dass es, das müssen Sie auf der Zunge sagen, Recht gibt, innerhalb von einem Monat geschieden zu werden, wenn das Bedürfnis danach besteht. Belgien hat beschlossen, dass Ehe- und Familienrecht auf jede Kombination von zwei Personen gleich welchen Geschlechtsanwendung findet. In Polen gibt es eine Rechtsprechung, die sagt, man kann einem polnischen Richter nicht zumuten, sich mit irgendwelchen eherechtlichen Fragen zwischen zwei Männern oder zwei Frauen zu beschäftigen, weil ihm das religiös sozusagen an den Rand seiner ethischen Belastbarkeit bringt. Ich will jetzt nicht darüber richten, was recht ist und was nicht, ob nur die schwedische oder die maltesische Lösung besser gefällt. Ich neige dazu, dass die deutschen Regelungen eigentlich ganz okay sind, aber darum geht es gar nicht. Sondern was mich aufregt, ist, dass da jetzt der Versuch gemacht wird, sozusagen über diese kulturelle Ausdifferenzierung, die auch was mit Demokratie zu tun hat, mit dem Gleichlauf von Zivilgesellschaft und Staat, dass die möglicherweise da von Brüssel ausgehebelt wird. Und ganz egal, welche Regelung man da jetzt trifft, ob man näher an der schwedischen oder näher an der maltesischen, ob man näher an der belgischen oder an der polnischen ist, man vergewaltigt im Grunde genommen die Zivilgesellschaften, indem man denen da irgendwas auferlegt. Und da sage ich, warum haltet ihr euch nicht mehr zurück? Das hast du auch gesagt. Aber die Frage, die ich jetzt stelle, ist, wie schaffen wir es, diese kulturelle Zurückhaltung, die wir in Deutschland nach langen Kämpfen, wir hatten ja unzählige Zeiten, wo das anders war, wo der Staat geglaubt hat, da können wir alles regulieren, wo wir in Deutschland über das Grundgesetz und aber auch über den Konsens, den wir haben, sagen, der Staat darf nicht alles regeln, wie er will. Wie schaffen wir es, dass in Europa diese Einsicht auch zustande kommt? Und dass vor allem diejenigen, die nach Europa gerufen werden und die natürlich, wie jeder von uns, Tätigkeitsdrang haben und sich entfalten wollen, dass die begreifen, dass Europa nicht dazu da ist, dass sie Beschäftigung haben oder ihre Vorstellungen durchsetzen können, sondern dass die respektieren müssen, dass Malta und Schweden, Belgien und Polen eben unterschiedliche Vorstellungen haben und dass es eigentlich in der Vergangenheit ganz gut lief, wenn jedes Land es so machen konnte, wie es den eigenen kulturellen Gegebenheiten entspricht. Danke, dann die Heide sind noch gemeldet. Ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es auch angesprochen worden. Ich bin ja später gekommen, aber ich bin deshalb später gekommen, weil ich bei einer Veranstaltung zusammenstand mit dem Präsidenten der Handwerkskammer Stuttgart und mit dem Präsidenten des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands. Und beide haben ein Anliegen, glaube ich, an Europa. Die einen machen sich gerade große Sorgen wegen Meisterbrief, stand auch in der Handwerkszeitung. Und die anderen machen sich große Sorgen wegen der Eigenkapitalvorschriften, dass sie da einfach in einen Haufen geworfen werden mit irgendwelchen Privatbanken oder Großbanken. Dabei haben sie eigene Sicherungsfonds. Und wenn es noch nicht besprochen wurde, wäre es vielleicht gut, wenn wir da was hören. Gut. Gut, eine Menge Holz. Zu dem letzten Punkt, was Gesamtkomplexbankenanwohner angeht, würde ich vorschlagen, dass da Florian direkt was dazu sagt, aber weil da haben wir aktuell, sind wir ganz aktuell am Arbeiten dran. Ich will nur ein Wort dazu sagen. Wir haben den Vorschlag der Europäischen Kommission von Kommissar Barnier von vorletzter Woche, also Abwicklung, Bankenabwicklung, abgelehnt wegen falscher Rechtsgrundlage, Rechtsgrundlage, wegen falscher Haftungskaskade oder aus unserer Sicht falscher und wegen zu großer Belastung für die Banken mit eigenen Einlagensicherungssystemen. Aber im Detail der Florian. Zum Meisterbrief, ja, in der Tat. Da ist ein Spannungsverhältnis. Da müssen wir gut beantworten und gut begründen, wieso unser aus den Augen der anderen sehr geschlossenes Marktsystem berechtigt ist im Binnenmarkt. Denn ich habe ja gesagt, Binnenmarkt, einer der fünf Bereiche, wo wir mehr Europa brauchen, der Binnenmarkt muss dann schon wirklich gelten. Ich denke, es gibt gute Argumente für den Meisterbrief. Lassen Sie mich es wie folgt begründen. Und zwar gerade auch im Binnenmarkt. Wir sind momentan dabei, dass Griechenland, Spanien und Portugal, aber auch Frankreich, uns in Form von Best-Practice-Gesprächen immer wieder gefragt haben, wieso seid ihr denn besser durch die Krise gekommen? Ein paar Punkte habe ich erwähnt, inhabergeführter Mittelstand, ordentliche Besteuerung, also nicht zu hohe Besteuerung und so weiter. Aber ein wesentlicher Punkt
der Tatsache, dass wir besser durchgekommen sind, hat fast mit dem System der dualen beruflichen Ausbildung zu tun. Duale berufliche Ausbildung. Und zur dualen beruflichen Ausbildung gehört ganz natürlich der Kristallisationspunkt am Ende Meisterbrief zu kriegen. Das ist das Wesentliche daran, dass ich über diese Schiene eine in anderen Ländern dem Universitätsabschluss sogar gleichstehende Qualifikation erreichen kann. Deshalb die Chance, die Stärke dieses Modells liegt darin, dass es wettbewerbsfähig ist. Und das Oberziel ist nicht Privatisierung, das Oberziel ist Wettbewerbsfähigkeit. Unser System der dualen beruflichen Ausbildung ist belastbar, es ist krisensicher und es macht wettbewerbsfähig. Und die griechische Regierung, letzte Woche war Finanzminister Schäuble dort, und das möchte ich ganz bewusst wirklich sagen, hier als Regierungsvertreter, der wirklich mit, das machen wir gemeinsam mit der CDU, da machen wir auch keinen Wahlkampf gegeneinander in diesem Bereich, wir arbeiten gemeinsam dafür, dass das deutsche System der dualen beruflichen Ausbildung ein Exportschlager wird. Wir haben große Modellprojekte Richtung Griechenland unterwegs, momentan gerade in dem Bereich. In vielen Regionen, in vielen Gemeinden wird es jetzt aufgebaut. Das gleiche in Spanien, das gleiche in Portugal. Drei Ministerien kümmern sich in der Bundesregierung massiv darum. Von der Leyen Richtung Spanien, Bundeswirtschaftsministerium, Rösler Richtung Portugal und das Bundesbildungsministerium, das BMBF und der Finanzminister persönlich in Richtung Griechenland. Wir haben auch die Joachim Fuchtel noch ein bisschen dabei, der deutsch-griechische Beauftragte der Bundesregierung. Das heißt, dieses Modell ist binnenmarktkompatibel, wenn man es vom Wettbewerbsgedanken her sieht. Und Sie können halt dieses Modell nicht denken ohne den Endpunkt Meisterbrief, weil das will natürlich jeder Lehrling, der in die Lehre geht, der das macht, der sieht am Ende, dass genau das da stehen muss. Dem können Sie nicht sagen, hoppla, nein, wir machen das jetzt weg und es ist völlig egal. Das ist nicht nur der Endpunkt, sondern Voraussetzung, dass ich ausbilden genau, kann. Genau, richtig. Qualitätssicherung. Genau, also in dem Bereich sagen wir klar, hier müssen wir, und das bringt mich zur Frage von Florian Tonka, Interessenvertretung auf europäischer Ebene, ja, das ist unser Auftrag als Bundesregierung. Europapolitik ist, meine Damen und Herren, ist kein Beliebtheitswettbewerb. Europapolitik ist auch harte Interessensvertretung für Deutschland, aber nicht für Deutschland gegen die anderen, sondern weil wir glauben, dass wir für das gesamteuropäische Modell wirklich etwas beitragen können. Deshalb zahlen wir die größten Teile im ESM, also die höchsten Garantien. Es ist ja nicht so, dass da Geld fließt von uns, sondern wir tragen die höchsten Garantien. Wir zahlen am meisten bilateral an die anderen Mitgliedstaaten in Form von bilateraler Hilfe. Und im Übrigen, wir zahlen auch den größten Teil am europäischen Haushalt. Auch da zahlen wir, wie gesagt, wir zeigen die Solidarität in jeder Hinsicht. Aber deshalb muss es auch klar sein, dass wir deshalb auch die Regeln als Stärkste auch wesentlich mitbestimmen wollen. Meisterbrief und Interessensvertretung, wie gesagt, das berührt sich wunderbar. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die CO2-Frage, wo wir selbstverständlich nicht akzeptieren können, dass hier eine europäische Gesetzgebung beschlossen wird, die den Kern unseres Wirtschaftsmodells, nämlich unter anderem die Autoindustrie, so konsequent schwächen würde, dass signifikante Produktionszweige ausgelagert werden müssten, zum Beispiel Richtung China. Ich komme aus Heilbronn, wir haben Audi. Jeder A8, jeder A6, den Sie auf der Straße sehen, jeder kommt nicht aus Bayern, kommt aus Baden-Württemberg. Alle, weil sie bei uns in meinem Wahlkreis gebaut werden. Und hier, wem sage ich das, mit Mercedes brauche ich keine Orientierung tragen. Also wir haben als Baden-Württemberger ein enormes Interesse daran, dass wir selbstverständlich mit harten Bandagen auch unsere Interessen auch durchsetzen können im Spiel der europäischen Politik. Heißt aber auch, das muss nach Regeln geschehen. Nach Regeln, nicht nach dem Recht des Stärkeren, sondern eben nach den Regeln des Binnenmarktes. Und deshalb bin ich froh, das war eine gute Nachricht für den europäischen Rechtsstaat, dass die französischen Gerichte heute hier klar dieser gewillkürten Entscheidung widersprochen haben und deshalb hier klar die Wiederzulassung auch, ich glaube, es ging hauptsächlich um die A-Klasse und die B-Klasse auch zugelassen haben. Die Klimaanlagen vor. Jetzt kommen wir aber zum Thema, wie schaffen wir es, dass tatsächlich Europa weniger regulieren will? Andreas, zwei Antworten. Erstens eine formale, zweitens eine politische. Formal, drei Beispiele, was man machen kann. Das Wichtigste ist Halbierung der Ministerien, also Halbierung der Kommissare. Die schiere Halbierung wird allein schon deshalb, weil es eben nur noch die Hälfte der Portfolios gibt, wird zunächst schon einmal aus sich heraus dafür sorgen,
dass es weniger den Drang gibt, für den einzelnen Kommissar noch mehr Tätigkeitsnachweise zu bringen. Das löst nicht alles, beileibe nicht, aber das ist der erste, das ist der Einstieg. Denn heute haben wir teilweise Kommissare, die so kleinteilig in ihrer Arbeitsbeschreibung sind, dass es natürlich teilweise zu wirklich völlig absurden Bereichen führt, wenn zum Beispiel humanitäre Hilfe und Entwicklungspolitik zwei verschiedene Kommissare sind, was in einer Hand normalerweise gehört, dann ist das ein gutes Beispiel. Oder die Tatsache, dass wir Justiz auf der einen Seite haben, aber Bereich Datenschutz wieder in anderen Händen, das ist auch nicht konsequent sinnvoll. Der zweite Punkt, ganz wichtig, etwas, was wir alle haben im Landtag, im Bundestag, ist Kontinuität. Wir sind es gewohnt in Deutschland, dass ein Gesetz, was zum Ende der Wahlperiode nicht zu Ende ist, verfällt. Muss neu begonnen werden. Diskontinuitätsprinzip. Also Diskontinuität, was nicht fertig ist, verfällt, muss neu begonnen werden. Auf europäischer Ebene anders. Es bleibt immer alles auf dem Tisch. Man stelle sich vor, wir hätten das im Bundestag, dass Vorlagen, sie häufen sich an, das ist praktisch nicht zu Ende. Und das erleichtert es, Andreas, der von dir zu Recht beschriebenen administrativ, politisch, aber vor allem administrativ und auch etwas eng geführt, auch selbstherrlichen Sicht der mancher Brüsseler Beamten, das erleichtert denen natürlich ihre eigene Agenda zu pushen, wo sie sich immer gerade die Mitgliedstaaten raussuchen, die ihnen gerade sozusagen ins Kalkül passen. Vieles der europäischen Rechtsprechung ist auch über Bande gespielt worden. Wenn ein eigener Mitgliedstaat eine Sache nicht durchgekriegt hat, dann hat das halt mal über Bande gespielt und dann kam es über die europäische Ebene. Also, ganz wichtiger Grundsatz, auch das könnten wir ohne Vertragsänderung machen. Wir müssen uns darüber einig sein, alle Gesetzesprojekte der Europäischen Union, die am Ende der Wahlperiode nicht im Gesetzblatt stehen, verfallen und müssen in der neuen Wahlperiode von neuem begonnen werden. Ganz einfacher, ganz wichtiger Satz. Und der dritte formale Punkt, ja, mein Gott, man muss an unseren Abstimmungsregeln was ändern. Heute ist es so, machen wir es konkret, weil ich möchte es wirklich konkret machen, Vergaberichtlinien. Die Kommission schlägt die Vergaberichtlinie vor, da steht zum Beispiel drin K.O.-Kriterium für Betriebe, die nicht ausbilden. Dann ist es heute so, dass der Ministerrat das nur dann zurückweisen kann, wenn das einstimmig zurückweist. Ansonsten geht es in die normale Mitentscheidung hin und her und dann zieht es sich Wochen und Monate und manchmal auch Jahre. Wir haben angedacht, wir haben es noch nicht offiziell vorgeschlagen als Bundesregierung, aber wir haben uns überlegt, wir müssen diesen Bereich politischer machen. Wir sollten, wenn wir wieder mal dazu kommen, Verträge zu ändern, wir sollten das machen nach der nächsten Europawahl. Wir sollten dem Ministerrat mit 2/3-Mehrheit, also mit qualifizierter Mehrheit, auch ein Zurückweisungsrecht geben. Ein Zurückweisungsrecht für Vorlagen der Kommission. Das gleiche Recht gebührt dann allerdings auch dem Europäischen Parlament. Und dem Europäischen Parlament gebührt dann auch das Recht, selber mal einen Gesetzesantrag zu stellen, denn heute darf es das nicht. Alle Gesetzesanträge dürfen nur von der Kommission selber kommen. Das heißt, mit so einem Zurückweisungsrecht, also mit einem einfachen politischen Ja und Nein, damit komme ich zur politischen Antwort, von der formalen, wäre sehr viel gewonnen, das durchzusetzen gegen die von dir zu Recht als dominant beschriebene Bürokratie. Denn weshalb ist sie dominant? Nicht, weil die besser sind. Sie ist dominant, weil sie rechtlich so stark ist, keine Diskontinuität, und sie brauchen immer Einstimmigkeit, um gestoppt zu werden. Und der EuGH als Judikative stoppt sie eben auch nicht, weil der EuGH leider in diesem Bereich keinerlei eigene substanzielle Rechtsprechung bisher entwickelt hat. Es gibt noch kein einziges Subsidiaritätsurteil des EuGH. Deshalb ist es wichtig, dass wir eine politische Antwort darauf geben, auf diese Subsidiaritätsfrage. Das ist wichtig. Und das ist der Kern der Antwort von formaljuristischen, vom Formalen zum Politischen. Es kommt darauf an, wer die Mehrheit hat. Natürlich geben Sozialisten und Sozialdemokraten und Grüne eine andere Antwort auf diese Frage. Natürlich geben sie eine andere Antwort, weil sie im Zweifel eher einen kollektiven Ansatz haben oder einen sozusagen auch paternalistischen Ansatz haben. Wir dezidiert nicht. Deshalb ist die Lösung auf der politischen Ebene zu suchen. Deshalb müssen wir diese Dinge politisieren und bei der Wahl auch zur Wahl stellen. Deshalb kommt es darauf an, dass im Europäischen Parlament eine starke liberale Fraktion auch ist. Wo wir dann genau das bringen. Wir müssen aber auch achten, dass wir nur solche Leute ins Europäische Parlament schicken, die das dann auch vertreten. Und nicht dann dort sozusagen das Mäntelchen drehen und dann sozusagen, nee, je mehr bei uns stattfindet, desto besser. Nicht je mehr, desto besser, sondern je besser, desto mehr. So wird ein Schuh draus. Ja, das ist, von dieser Haltung wegkommen, je mehr, desto besser,
Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen in der Europapolitik, denn sonst werden wir uns völlig verzetteln in Überregulierung und werden uns über 20.000 Dinge streiten und gleichzeitig entfernen sich die Bevölkerung auch immer mehr von der Realität. Letzter Punkt, Europäisches Zivilgesetzbuch. Andreas Knapp hat sehr wichtiges Punkt geschildert. Ich bin ein europäischer Föderalist, ich bin Europäer bis auf die Knochen. Aber natürlich bleiben wir sehr unterschiedlich. Im Zivilrecht ist es ganz deutlich. Irland hätte man noch hinzufügen können. Irland, haben Sie verfolgt letzte Woche die Abstimmung im irischen Parlament über die Verschärfung der Abstimmungsregel, der Abtreibungsregeln? Ja, nein, pro und contra. Also das zeigt, wie unterschiedlich wir sind in der Gesellschaftspolitik. Das müssen wir akzeptieren. Wir müssen unsere Unterschiedlichkeit auch akzeptieren. Und da in der Situation wollen jetzt viele ein europäisches Zivilgesetzbuch, was im Idealfall dann auch das BGB ersetzen soll und so weiter und so fort. Ich kann nur von solchen Dingen warnen. Alle großen, erfolgreichen Föderationen und Konföderationen, ob Sie die Schweiz nehmen im Kleinen oder die USA im Großen, alle, die über Jahrhunderte hinweg existiert haben, alle, die es geschafft haben, über Jahrhunderte zu existieren, haben alle einen Weg gefunden, Checks and Balances, im Zentrum nur das Nötigste zu konzentrieren und ansonsten möglichst viel Spielraum auch den Kantonen oder den Bundesstaaten zu überlassen, bis hin in den USA mit unterschiedlichen strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Einzelregelungen. Und in der Schweiz gibt es, wenn ich richtig informiert bin, sogar 27 Strafprozessordnungen. Und es funktioniert halt trotzdem. Das heißt, einheitlich ist nicht besser. Wir müssen feste Rahmen haben, wir müssen feste Rechtsformen haben, um im Fall von Streit auch gemeinsam zu entscheiden. Deshalb ist der EuGH so wichtig, der Europäische Gerichtshof. Aber die bestehenden, funktionierenden Rechtsinstitute wie BGB schrittweise zu ersetzen durch ein europäisches Zivilgesetzbuch, davon halte ich überhaupt nichts. Vielen Dank. Und die Frage nach dem Eigenkapital- und Sicherungssystem ist an mich übergegangen. Eigenkapital der Banken wurde neu geregelt und verschärft nach der Krise, was sicherlich auch soweit Konsens ist in der Diskussion, dass man die Banken krisenfester machen musste. Und das ist das Regularium, was man dann auch an unsere Ausgaben hat. Da gab es lange Zeit die Sorge, ob Mittelstandskredite dadurch zu teuer werden. Das hat aber letzten Endes auch unser Freund Ernst Burgbauer, Staatssekretär, auch aus der baden-württembergischen FDP, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der hat sich sehr stark dafür gemacht, dann bei den Mittelstandskrediten im Rahmen von Basel III Erleichterungen zu schaffen und hat da auch einiges hinbekommen, sodass ich glaube, das Thema ist jetzt im Griff, wenn es so umgesetzt wird, wie es jetzt vereinbart ist. Kann man jedenfalls Basel III nicht zum Vorwand nehmen, weniger Mittelstandskredite zu vergeben oder teurere, sondern das ist weiterhin möglich. Das Problem ist schwieriger, ist für die vor allem für die kleinen Banken, also für die Sparkassen und die Volksbanken, das Thema Einlagensicherung. Einlagensicherung ist europaweit vorgeschrieben, mittlerweile bis zum Betrag von 100.000 Euro pro Einleger, pro Bank, muss die Bank über ein Einlagensicherungssystem gewährleisten, dass man seine Bankeinlagen als Anleger zurückbekommt. Das ist europaweit vorgeschrieben durch die Einlagensicherungsrichtlinie. Dann hat man aber bei den Volksbanken und bei den Sparkassen den Sonderfall, dass das sogenannte Verbundsysteme sind, wo sozusagen, die sozusagen zusammengehören. Und wenn einer pleite geht oder kurz vor der Pleite steht, dann greift der Verbund ein. Alle die Gemeinschaft der Volksbanken, die Gemeinschaft der Sparkassen übernehmen die insolvente Bank und sanieren sie oder integrieren sie irgendwo anders. Jedenfalls verhindern sie die Pleite. Und das ist natürlich auch eine Form von Einlagensicherung. Das heißt, wir haben in Deutschland getrennte Einlagensicherung für die Privatbanken. Die zahlen einen Topf ein und die Volksbanken haben ihre Institutssicherung, die einschreitet, wenn irgendwas schief geht. Die Landesbanken haben das auch und die Sparkassen haben das auch. Und jetzt ist die Frage, und das ist immer der Streit sozusagen auch mit Europa, da diese Institutssicherung gibt es so nur in Deutschland, wird das als Einlagensicherung anerkannt? Reicht das nach europäischem Recht aus, so eine Institutssicherung, um die Einlagen abzusichern? Wird das anerkannt? Die Einlagensicherungsrichtlinie kam nach der Finanzkrise auch in der Diskussion. Da gab es auch eine Reform. Da hat man unter anderem auch einen ersten Schritt beschlossen, dass Einlagen nicht mehr nur bis 20.000, sondern schrittweise jetzt bis 100.000 abgesichert werden. Also man hat da den Schutz der Einleger verstärkt. Und jetzt ist dann also auch eine neue Richtlinie vorgelegt worden. Da waren zunächst mal Probleme für die Sparkassen und die Volksbanken drin, weil die gewissermaßen noch mal in den zweiten Topf hätten einzahlen müssen, in den allgemeinen Einlagensicherungsfonds einzahlen müssen, zusätzlich zu ihrer Institutssicherung, also doppelte Kosten ohne zusätzlichen Nutzen.
Das hat man dann wieder rausverhandelt, das war dann auch irgendwann wieder draußen. Das ist so ein Thema, wo es natürlich auf die Bundesregierung stark ankommt und auch auf die deutschen Europaabgeordneten, weil wir da eine deutsche Besonderheit haben in unserem Finanzsystem hier mit den Institutssicherungen, die man den anderen auch erstmal erklären muss, ne? Dass man da auch klar macht, da geht es jetzt nicht darum, dass wir euch irgendwie austricksen wollen oder dass wir irgendeinen Vorteil für uns haben wollen, den wir euch nicht gönnen oder so, sondern dass das eben ein funktionierendes, gewachsenes System ist, was die Einleger genauso gut oder sogar besser schützt als die Einlagensicherungen woanders. Da geht es auch um Erklären und Vermitteln ein Stück weit. Jetzt ist aber im Zuge der Verhandlungen über die sogenannte Bankenunion auch die Einlagensicherungsrichtlinie nochmal gestoppt worden und ist noch nicht in der eigentlich auch von den Sparkassen und Volksbanken akzeptierten Variante beschlossen worden, sondern liegt erstmal wieder auf Eis und wird in die Verhandlungen über die Bankenunion integriert. Und da wird gerade verhandelt, da hat mich Herr Link schon angesprochen, über die Frage, wie geht man künftig eigentlich mit in Europa mit Bankpleiten um, weil es da nicht das ausreichende Instrumentarium bisher gibt. Da wird ein Abwicklungsmechanismus beschlossen werden, also bestimmte rechtliche Regeln, die es möglich machen sollen, dass man in Europa Banken auch abwickeln kann, dass man das auch gerade, wenn es grenzüberschreitend passiert, was sehr kompliziert ist heute, wenn Sie eine Bank haben, die international tätig ist, ist sie viel schwerer abzuwickeln als eine, die rein national tätig ist. Also dass das erleichtert wird. Und dann ist eben auch die Frage, wer haftet wann für die Pleite einer Bank? Und da haben wir, das hat Michael angesprochen, im Grundsatz uns auf eine Haftungskaskade geeinigt, also auf eine bestimmte Reihenfolge, wer wann mit welchem Geld haftet, die vom Grundsatz her auch ganz in Ordnung ist, weil nämlich festgelegt ist, dass erst die Eigentümer, dann Gläubiger verschiedener Klassifizierung, dann möglicherweise Einleger bzw. ein Einlagensicherungsfonds oder eine Institutssicherung und erst dann im nächsten Schritt überhaupt öffentliche Mittel drankommen. Und das wird jetzt relativ genau ausverhandelt werden, wer wann wofür haftet, mit wie viel Geld. Und da ist natürlich der politische Streit gerade noch drin. Und in der Gesamtgemengelage hängt jetzt auch die Einlagensicherungsrichtlinie und die kleineren Banken machen sich gerade Sorgen, ob sie da doch mal irgendwie unter die Räder kommen könnten und ob man dann vielleicht versucht, sozusagen durch die Hintertür doch nochmal einen großen europäischen Einlagensicherungsfonds zu machen, in den alle einzahlen. Das ist übrigens ganz interessant, wer den will in Deutschland. Das sind nämlich unter anderem SPD, es ist Peer Steinbrück, es ist Jürgen Trittin und wer ist der Dritte? Kommen Sie nicht drauf, das ist Jürgen Fitschen und Andrew Jane, also die Deutsche Bank ist in dem Fall auf der Seite der SPD und der Grünen, die können sich auch eine europäische Einlagensicherung vorstellen. Wir wollen das nicht, wir haben ganz klar gesagt, wenn wir das machen, dann, ich meine, die Aufsicht ist in der Regel doch auch regional, die Kontrolle, die Geschäftsmodelle sind regional, dann muss auch die Haftung und die Verantwortung erstmal regional sein und nicht alles in einen Topf geworfen werden. Wäre auch eine riesige Umverteilung, die wir auch nicht wollen. Und das ist sozusagen jetzt die Gemengelage, also wir werden da sehr dafür kämpfen, dass wir eben gerade hier auch nicht alles in einen Topf werfen und vereinheitlichen. Letzte Frage, weil ich auch keine weitere Wortmeldung mehr sehe, sonst haben wir uns. Ja, kann das nicht vergreifen. Die Definition von Basel III, man bekommt problemlos dann einen Kredit, wenn man nachweisen kann, dass man ihn nicht braucht. Aber ich wollte uns an besonders Heide Becker nochmal aufgreifen, Mittelstand, auch vielleicht zum Betrieb an den Herrn. Ich habe neulich ein interessantes Gespräch mit dem Konrad Auwerber, dem früheren Chef von der Leopardus-Fabrik, der auch an den Punkt Mittelstand eingehakt hat. Man hat gesagt, bei ihm im Betrieb haben gute Meister, wer verdient die Ingenieure. Und nur über Meister konnte man Probleme, die in Kleinsägern und Einzelanfertigungen gemacht werden, so lösen, dass sie praktikabel waren. Wenn Sie heute in einen Audi A8 oder einen Mercedes reingucken, da haben die Ingenieure was Tolles geschaffen. Wenn sie es aber warten müssen, weiß man, dass die da noch niemals dran gearbeitet haben. Genau, das stimmt. Und das ist der Punkt, warum wir diesen Meister, diesen Handwerksmeister, der aus der Praxis kommt, egal in welcher Form, sei es über ein Ingenieurstudium, das aus der Praxis herausgeht, aber wir brauchen diese praktischen Meister, wir nennen uns den Titel, kann man den geben, wie man will, die unabhängig von einem Universitätsstudium wissen, wie man solche Kleinserien, solche Einzelanfertigungen macht. Weil von diesem Mittelstand reden wir. Das wollte ich noch zu dem ergänzen, was der Heide gesagt hat. Herr Flügel noch. Ja, ich wollte nur so auf Ihren Einwand oder Ihre Erklärung nochmal vielleicht fragen. Ich meine, Sie haben uns jetzt erläutert, dass es ja bald irgendwie so eine Bankenabwicklung geben soll, allgemein. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Ursacher?
der ganzen Misere. Das war ja eigentlich der Staat. Gibt es denn sowas wie eine Abwicklung der einzelnen Staaten in der Ordnung dafür? Also ich würde sagen, die Frage geht auch der Michael Link. Und die Gelegenheit, beide zu beantworten und das Schlusswort zu sprechen. Also leider nicht. Leider gibt es diese Insolvenzordnung für Staaten nicht. Vor ein paar Jahren, lange her, 2001, hatte IWF, Anne Krüger damals, die Vizedirektorin, versucht, eine Insolvenzordnung für Staaten auf weltweiter Ebene zu schaffen. Das hat leider knapp nicht geklappt. Ich glaube, in den Instrumentenkasten zur Bekämpfung von Krisen bräuchte man sowas. Wäre wichtig, weil damit mehr Vorhersehbarkeit, mehr Planbarkeit ins System kommt. Natürlich haben wir den Pariser Club, wir haben den Londoner Club etc. pp. Im Einzelfall ist es alles auch schon gemacht worden. Aber es ist wichtig, als, wie gesagt, als generelles System sowas zu haben. Wir haben es aber noch nicht. Deshalb sagen wir auch klar Nein zu einem weiteren Schuldenschnitt für Griechenland. Denn, und zwar unabhängig von der Wahl, weil wir sagen, so etwas in Abwesenheit eines geordneten Systems droht immer sehr politisch zu werden. Und das ist immer die Gefahr hier bei diesen Dingen. Nur mal kurz nachgefragt, könnte es auch daran liegen, dass man eben einzelne Industriebereiche eben besser regulieren kann durch die Politik, als dass die Politik als die Ursache eigentlich der ganzen Misere überhaupt nicht reguliert werden kann? Ja gut, das ist nicht nur vielleicht so, sondern es ist, aber das ist ja gerade Sinn auch von Politik, dass sie durch Wahlen gesteuert wird und die jeweiligen Mehrheiten müssen auch die Möglichkeit haben, neue Akzente zu setzen. Aber dann sind es ja Scheinlösungen, weil wenn wir was regulieren, was eigentlich im Grunde gar nicht reguliert werden braucht, aber das, was reguliert werden sollte, gar nicht regulierbar ist, dann... Doch, natürlich muss Recht Grenzen setzen, auch dem politischen Handeln in zum Beispiel in Form des Fiskalpaktes. Der Fiskalpakt war für uns der zentrale Ansatz, zu sagen, dass Schuldenbremsen in allen Staaten der Europäischen Union eingeführt werden sollen, möglichst in die Verfassungen. Leider haben es nur einen Teil in die Verfassungen, einen anderen Teil, wie es Frankreich, in sogenannte Organgesetze, die mit 3/5 Mehrheit gemacht werden, gemacht. Der ganze Punkt ist also schon, mehr Verbindlichkeit ins System einzubringen. Wir hätten am liebsten auch sogar automatische Sanktionen gehabt für diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten in der Eurozone. Das war leider mit den meisten Staaten in der Europäischen Union nicht zu machen, die, wie Sie sagen, natürlich immer sagen, nein, die Politik muss das letzte Wort haben. Und da gibt es halt die alten Lehren, die sich immer wieder streiten seit Einführung des Euro. Da haben Sie die einen, die sagen, letzten Endes der Euro soll politisch gesteuert werden, sehr stark im Süden und im Westen. Und Sie haben die anderen, die sagen, nein, wir sollen Währungsfragen der Politik entziehen und Währung soll Geldwertstabilität ausschließlich durch die EZB gesteuert werden. Also das ist keine Frage, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Das ist auch da wieder erneut der Punkt, dass Politik deshalb darauf achten muss, dass sie ihren Kurs auch länger durchhält und dass deshalb eben zum Beispiel jetzt eben nicht die Handschrift von SPD und Grünen rankommt. Die würden den von uns gewählten Kurs klar und deutlich verändern. In welche Richtung, das sehen Sie in anderen Staaten der Europäischen Union. Ich möchte nur noch mal sagen, noch mal zum Meisterbrief, noch mal ganz kurz verkürzt, nicht bei uns reduzieren, sondern das Meistersystem in anderen Ländern aufbauen. Das ist der Punkt, wo wir hingehen müssen. Und das ist die Strategie, die wir jetzt auch ganz gezielt machen und eben helfen beim Aufbau einer dualen beruflichen Ausbildung in Griechenland, Spanien und Portugal. Das ist ein langer Weg. Darf man sich nicht denken, dass es schnell geht über Nacht. Im Gegenteil, es wird lange dauern. Aber Europa ist halt nun mal auch nicht schnell gebaut worden. Es braucht das, was wir heute haben. Deshalb, glaube ich, können wir auch hier mit unserem Beispiel gut vorangehen, was wir haben mit unserem System der dualen beruflichen Ausbildung. Aber nochmal, europäische Insolvenzordnung oder überhaupt Insolvenzrecht für Staaten. Wir sind klar dafür. Wir haben es auch als Ziel im Wahlprogramm nochmal sehr deutlich gesetzt, weil wir sagen, das ist ein wichtiges Instrument, was uns fehlt im jetzigen Instrumentenkasten, was wir haben. Lieber Michael Link, vielen Dank. Ich glaube, deine Vielseitigkeit war heute mal wieder gefragt, aber es ist alles beantwortet worden, vom Eherecht bis zur Staatsinsolvenz und bis zur City Maut waren alle Themen dabei und wir haben zu danken und ich glaube, dass wir heute Abend alle noch mal ein paar Argumente bekommen haben,
warum es auch gut ist, am 22. September die FDP zu wählen, warum es gut ist, bei der Europawahl im nächsten Jahr die FDP zu wählen, dass man da auch ein Zusammenspiel hinkriegt. Und wir, ich glaube, das kann ich für den Kreisverband Böblingen sagen, würden uns natürlich auch freuen, wenn der Vizeminister auch Vizeminister bleiben könnte, um seine Arbeit fortzusetzen. Auch dafür werden wir uns ins Zeug legen, denn Böblingen wird dieses Jahr die Bundestagswahl entscheiden. Das weiß ich. Genau. Und da hoffen wir, dass wir weiterkommen. Ja, die Frage ist, was schenkt man einem weitreisenden Aktivisten in Sachen Europa aus dem Kreis? Das bekannteste Produkt unseres Landkreises können wir dir nicht schenken. Das Stern gibt es für 18 Euro. Es gibt neben Hightech auch Dinge, die eher was für die Seele sind bei uns, die der Seele gut tun. Und das habe ich dir doch jetzt auch mitgebracht. Wird dir sicherlich bei mancher langen Sitzung in Brüssel auch eine Hilfe sein. Gar nichts mehr geht bei den Verhandlungen, darf man die auch verschenken an unsere europäischen Nachbarn. Vielleicht freuen sie sich auch drüber. Alles Gute, dann geht ihr. Vielen Dank. Danke. Genau, Verschlankung. Also vielen Dank für die Einladung und ja, ich würde mal sagen, gerne wieder im Europa- und Kommunalwahlkampf nächstes Jahr. Danke.